Hallo, Freunde, für den dritten Part vom Chantel. Ja, wenn wir jetzt uns da ein bisschen durcharbeiten, gehen wir da durch. Schauen wir mal. Wir müssen ja irgendwo das, die Fähigkeit von dem Ding haben. Von diesem Affen oder was das sollte sein. Willkommen. Es muss irgendein der Ding sein. Das ist nur Leben. Da oben das. Voll kein Plan. Nein. Er kommt auch nicht weiter. Er muss irgendwie an die Schatz zurückkommen. Das ist der Teleporter. Wohin darf ich die diesmal bringen? Okay, ab ins Kirby-Speed. Also. Schauen wir mal. Werfe nur hier rein. Ach du. Sorry, Leute. Sorry. Mit der Bori. Ansonsten, wenn mir denn der Akku ausgeht hier, Controller ist nicht lustig. So. Was ist denn hier drin? Aha. Ah ja, stimmt. So kann man jetzt auch nicht weiter, ne? Ach. Echt nervig sowas. Ich glaube, hier brauchen wir wieder den Off. Mensch, ich bin einfach glaub, zu doof für das Spiel. Oh ne, komm, ich komme jetzt da in die. Ach, jetzt mal den falschen Tastenkombi, ich depp. Ja, bring mich ins Lederfeld. Ja. Ja. Hä, was bringt mir diese Fähigkeit? Sorry, ich bin ja schon weg. Thank you.
Was ist da wieder? Ach, warte. Ach, Chantel, jetzt mach keine Faxen. Mach die Fliege. Ciao. Ab zum Wirten bald. Hier kommen wir nicht weiter, ne? Ich weiß, Leute, ich bin nicht so gut in sowas. Aber man muss ja auch einmal... Kommst jetzt? Ja, mit X. Ich hole das. Mach jetzt die Fliege, du Unkraut. Ich glaube, da brauchst du auch den Affen. Weil eigentlich du den Affen hast, also das ist ja beim alten Remake beim Chantel auch so, da hast du den Affen. Er macht dir die Fliege gerade. Teleporter. Aber ja, wie gesagt, ich habe das Spiel noch nie gespielt. Das ist jetzt komplett blind. Kommen dann sicher solche Leute dafür. Ja, du musst so und so. Ich bin weg. Sorry, ich muss kurz was trinken. Jetzt mach einfach die bekloppte Fliege, du. Und jetzt. Ich hab mein Gehirn nicht angestrengt. Sorry. Na, vielen Dank auch. Na, danke. Gib da nicht auf. Danke. Na, egal. Und genau deswegen ist es immer meistens wichtig, speichern. Fast denn. Jetzt. Mach die Fliege, du Fliege. Deine Teleporter.
Gar nicht zertrümmern mich. Dann kann ich gar nicht zertrümmern, Junge. Ja, wir speichern. Sicherheitshalber immer. Immer speichern. Ich weiß. So. Ich muss ja bei der anderen. Muss ich ja den Hund suchen. Ist ja noch. Endlich. Ihr droppt nichts. Diese Nudel. Sie braucht ja ihren Hund. Komm in freundlichen Ton, Fräulein. Sind alle schon raus, meine Trauma, bla bla bla, wir kennen das schon. Okay. Könnte vielleicht in der Stadt sein. Komm jetzt. Yippie! Ach du Ungeziefer! Ja, wir können da nicht durch, stimmt. Also das Jump'n'Run habe ich eindeutig nicht erfunden. Ach nee. Mach einfach die Fliege. Aber hier speichere ich am liebsten. Ah.
Na Leute, ich glaube, da wird echt lange gehen. Aber wo ist denn der? Ich glaube, du musst ja irgendwie den Welpen finden. Und danach, du dachtest, dass du den Welpen vermutlich gefunden hast. Also, musst du ja, glaub, den Prinzen Mount und das Essen. Also, das ist jetzt meine Vermutung. Du gehst Prinzen Mount sein Essen. Also, du findest vermutlich das Welpen von ihr. Und dann bringst du das Essen zum anderen Löli. Und da gibt es vermutlich die Fähigkeit. Kann das sein? Also, ist jetzt meine Vermutung. Geil. Auch jetzt gerade nicht. Was hast du? Falscher Knopf. Was reicht denn? Knopf. Ach so. Was ist das? Schlüssel gegen Stand. Okay. Interessant. Was kann ich bei dir? Ja, ich nehme schon was. Was hast du? Was hast du? Ja, wissen wir. Ja, ich weiß schon. Ach du Maria. Vodo brauche ich jetzt nicht. Deine anderen Fische in den Sack gesehen werden.
Ich fett. Für die Pfeil-Ding. Ja, ja. Okay. Muss ich jetzt hier den anderen Fischer suchen, oder? Du bist halt im Laden, ich brauch's nicht. Nein, das ist mein Rennen auf die Laden, ja, gut. Mach die Pflege, du Ungeziefer. Also Leute, ich weiß eigentlich nicht, was ich falsch mache. Hier der Wald. Also ich weiß nie, eindeutig nicht, wo eigentlich dieser Welpe ist. Und das Problem ist ja, du musst ja irgendwie den... Du musst ja den irgendwie ja hierher... So. Du musst ihn ja eigentlich zu dieser Köchin bringen. Und dann macht sie denn... Macht sie das? Kocht sie was? Dann bringt sie es zu dem anderen? Ich weiß nicht, er hat sich halt ein Lebens... So läuft die Rase. Jetzt haben wir den Salat. Und da kommt es ja nicht hoch, ohne den das mit dem Haar, also mit dem Ding. Kommt es ja nicht hoch, ohne den hinzuhaben. Ohne wirklich den das Item zu haben. Also du kannst ja nicht hoch ohne das den Affen-Item. Oder Ausrüstung, ich sage. Das brauchst du ja.
sonst kommst du nicht weiter. Und genau den fehlt ja. Eigentlich suchen wir noch, eigentlich bin ich bekloppt, eigentlich diesen Welten. Wo ist der? Komm, Opa. Lass uns doch mal speichern kurz. Also Leute, eindeutig keinen Plan. Ja, du musst ja den hier ja das Mittagessen bringen. Und ich denke, du musst fast das... Was ist denn diese Wolke hier? Ach so. Ui! Ich bin eindeutig sprachlos. Ich will jetzt ja nicht irgendwas schauen, wenn ich den nicht das jetzt das Item krieg. Irgendwie. Also das ist für mich fragwürdig. Weil eigentlich... Was habe ich noch nicht? Was ist dieser Blätter? Glaube ich, dass es mein Essen ist, der ein Topf mit magischen Machen. Also wir sind da. Und dann geht's ja nach den die Zwischenseiten und dann geht's ja nach der Untergrund. Also du musst irgendwo nach unten, aber du musst ja irgendwie zu diesem komischen Knast, oder was es sollte sein, kommen. Dann bringst du das ja dorthin. Also ich glaube, du musst ja das... Ja, das ist ja der hier und du solltest ja ihm das Essen bringen. Mittagessen, Kurier, verschwindet, wenn du mein leckeres Mittagessen nicht dabei hast. Und das ist ja der. Blöd Ungeziefer. Thank you.
Das stimmt, muss hier rauf. Leute, ich gehe ganz kurz auf die Toilette. Bin eins in einer Minute schon wieder hier. Ganz kurz. Ja, so wie das ein bisschen 2 Minuten gedauert hat. So, jetzt müssen wir irgendwie hier wieder rüberkommen. Ungeziefer. Hier mal kurz reingucken, was haben wir hier? Voll. Hier lässt sich nicht öffnen. Okay, dann muss ich hier irgendwo auch einen Schlüssel haben. Hier runter kann man ja nicht, sonst stirbt man gerade instant. Opa, lass mir noch mal kurz speichern hier. Sicherheitshalber. Schlüssel und der Welpe. Oder kann das sein, dass... Bin ich jetzt doof oder habe ich jetzt... Also, nein, also, es könnte eine Theorie sein, muss aber nicht. Könnte es vielleicht sein, dass man eventuell... Dass, hier vielleicht ein das Ding braucht. Also ich weiß jetzt nicht, das ist jetzt doof. Aber könnte es sein, dass man vielleicht vom anderen eventuell sein, dass man jetzt vom anderen die Ding kriegt, den Schlüssel eventuell. Also wir sind ja immer noch auf der Suche nach diesen bekloppten Welpen. Oh, da oben jetzt, ne? Aber man kommt nicht dran, also. Also. Könnte es gut möglich sein, dass man jetzt den Welpen
findet den Schlüssel, also das Essen kriegt von ihr. Das bringen wir zum anderen. Der gibt ihr den Schlüssel für diese geheime Höhle. Kann das sein? Also, wäre jetzt auf Deutsch gesagt, meine Theorie. Wir fragen mal Sky. Komm zu mir, Bolo oder Onkel Mimik. Du findest uns da hier in. Ich habe eine Frage. Sky, jag doch deinen Vogel in die Lüfte. Lass ihn den bekloppten Welpen suchen. Und ich habe meinen Salat nicht. Opalein. Gut zu wissen, dass du hier bist. Wenn ich dich mal, kann ich mal drauf speichern. Genau, zum Item laden. Was? Wollt ihr mich verkohlen oder was? Kriegst eine Schelle! Der kriegt instant eine Schelle! Eigentlich sollten wir dem alten Verkäufer eins an die Schelle geben. Ich bin 4. Und weiß nicht, wie ich hier raufgekommen bin. Hast du einen Laden besucht? Ich bin von weit her gekommen. In den Sender besuche ich, als ich ankam, hatte ich kein Geld mehr. Deshalb schlendere ich jetzt auf seinem Dach herum. Und dann dachtest du, jetzt kommt das Geld von oben? Madame, verlass die Stadt nicht ohne vorher Magie im Laden zu kaufen, bla bla bla. Und was willst du? Ich bin bekannt für meine magische Marmelade. Sie verteilt sich für die Trommeln. Ja, uns hat in meine Protein geklaut und ich hab's. Was? Komm. Es sieht zu Traum und schmeckt wie ein Stück vom Himmel. Nur zu schade, dass sie Monster meine Portion geklaut haben. Wenn du eine magische Marmelade findest, gib es. Tausche sie für den Wertvollen. Ich hatte vorher was. Ja gut, Leute, ich gehe noch kurz zum Speichern und dann ist hier auch für jetzt gerade Schluss. Dann sehen wir uns beim nächsten Part. Dann also jetzt speichern wir ab kurz. Gut, das war schon wieder mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen fetten Daumen nach oben da, schreibt mir in die Kommentare, wie euch das Let's Play bis jetzt hier gefallen hat.
keine Ahnung, ich bin immer noch am rummeiern. Wer Tipps oder Tricks hat, schreibt es mir bitte unten in die Kommentare. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, bitte einen fetten Daumen nach oben da. Wenn du noch kein Abonnent bist, bitte abonniere mich. Wenn du ein Abonnent bist, aktiviere die Glocke, um nichts weiteres mehr zu verpassen. Folge mir bitte auf Twitter und Instagram, das ist mein Titelbild über den Abonnier-Button. Dort ist auch mein zweiter Kanal verlinkt, Simulator LP. Und ja, schon schaut, was ich sonst für Videos gemacht habe. Und ciao, Leute! Vielleicht finden wir das nächste Mal den Welpen.